Das ist einfach absurd in der Corona-Zeit. Für uns, erste Linie ist Menschenrecht. Wir haben schon noch ein paar Redebeiträge. Genau. Von unserem Christen aus Potsdam und auch dass wir einfach alle unfassbar wütend sind. Wir sind wütend, weil wir immer noch stehen müssen. Wütend, weil das passiert ist, was verhindert hätte werden können. Webseite nachlesen. Wir haben gesehen, dass man eigentlich in letzter Zeit zugeschaut hat und wir sagen, dass es keine Zeit mehr ist für leere Absichtserklärungen. Leere Absichtserklärungen der Regierungsparteien SPD, CDU und Grünen in Brandenburg. Und die Verantwortung liegt nicht nur im Bund, sondern auch im Land. Und wir sehen auf jeden Fall auch die Umsetzung von Sofortmaßnahmen. Nämlich erstens sofortige Aufnahmen von 5000 Menschen aus dem Moria-Lager und aus den anderen abgeriegelten Lagern in Griechenland durch das Land Brandenburg. Erst im März 2020, diesen Jahres, hat die Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt vermeldet, dass sie nochmal zusätzliche Kapazitäten haben von 3500 Plätzen. Wir sehen, dass es keine langfristige Option ist, in solchen Heim- und Erstaufnahmen zu leben. Aber man sieht halt, dass es Kapazitäten gibt. Wir sehen aber auch, dass es Kapazitäten in den Kommunen gibt. Land Brandenburg hat ein sehr großes Problem von Leerstand und das ist einfach ein ziemlicher Zynismus, dann halt die Leute in solchen Zuständen wie in Griechenland zu lassen. Die zweite Sofortmaßnahme, sofortige Auflösung der von der Landesregierung neu gegründeten Taskforce Abschiebung. Diese Taskforce ist erst seit kurzem in Kraft. Es kümmern sich jetzt etliche MitarbeiterInnen um sozusagen effektivere Abschiebungen im Land Brandenburg. Wir finden das ein Skandal. Stattdessen sollte eine Gründung einer Taskforce Aufnahmen- und Willkommenskultur gestartet werden. Zur Evakuierung der Menschen. Und zum Abbau von bürokratischen und rassistischen Schikanen, die meistens von den Ausländerbehörden, den Landkreisen, kreisfreien Städten im Ausgehen Schikanen für geflüchtete Menschen überhaupt hier anzukommen. Viertens, sofortiger Stopp aller Abschiebeverfahren. Es ist zynisch, das wurde ja eben schon angerissen. Diese Woche wurden auch Abschiebeversuche nach Griechenland durchgeführt. Und ich habe eben auch die Information bekommen, dass diese Leute zwar nicht sozusagen erfolgreich im Sinne von Land Brandenburg abgeschoben werden konnten nach Griechenland. Sie müssen aber trotzdem die ganzen Maßnahmen jetzt bezahlen und haben hier den nächsten Abschiebebescheid für Oktober bekommen. Und da geht das Spiel wieder von recht demselben los. Das könnten wir eventuell noch verhindern. Fünftens, sofortige Entbindung der Heimbewohnerinnen in den Gemeinschaftsunterkünften von der Wohnpflicht, in Gemeinschaftsunterkünften überhaupt zu leben. Durch Anweisung der Landesregierung. Gesundheit für alle. Das Land Berlin hat das schon umgesetzt, die Entbindung dieser Verpflichtung. Kurze Info, in Potsdam leben 1000 Menschen in solchen Gemeinschaftsunterkünften, 800 davon sind verpflichtet dort zu leben. Die haben gar keine Chance rauszugehen. Die kriegen keine Erlaubnis von der Ausländerbehörde. Diese Maßnahmen liegen im Verantwortungsbereich des Landes Brandenburgs.
Das Land Brandenburg könnte diese Maßnahmen umsetzen und wir sind satt, jetzt irgendwelche Betroffenheitsmeldungen zu hören oder irgendwelche leeren Absichtserklärungen. Die Zeit ist einfach vorbei. Auflösen, wir haben Platz. Seit 2016 sind jedes Jahr Personen aus unserer Initiative nach Griechenland gegangen, um dort für einige Wochen oder Monate solidarisch und humanitär aktiv zu sein. Wir waren auf der Insel Lesbos und in den Großstädten wie Thessaloniki und Athen. Seit 2016 dachten wir jedes Mal, dass die Situation an den Außengrenzen der EU nicht mehr schlimmer werden kann und darf. Doch sie wird immer schlimmer. Menschen stecken seit Monaten und teilweise Jahren in den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln fest und sind dort unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt, die von begrenztem Wasserzugang und mangelnder Essensversorgung über Gewalt von Faschistinnen, Militär und frustrierten Menschen innerhalb des Lagers hin bis zu fehlender medizinischer Versorgung reichen. Die Situation ist seit Jahren zutiefst menschenunwürdig. Seit 7 Monaten befindet sich das Lager in einer Hilfeleistung. Lippenbekenntnisse gab es schon viele. No border! Fire!
erkannt. Es wurden NGO-Einrichtungen geplündert und Barrikaden angezündet. Eine Mixtur, die in der Trockenheit und den starken Winden letzte Nacht dem Feuer einfaches Spiel machte. Und die Proteste machten es schwer, dass die Feuerwehr arbeiten konnte. Soll ich das nehmen? Warte mal, eins. Geht. Gibran Khalil von Seebrücke Potsdam. Wir sind jetzt hier gegenüber im Ministerium, weil heute es geht um auch Landesaufnahme direkt aus Griechenland und auch Abschiebungsstopp aus Brandenburg. Und wie wir mitbekommen haben, am Montag wurden ein paar Leute abgeschoben nach Pakistan. Und auch es war versucht, dass die Menschen von Potsdam in einem Lager, das heißt Zeppelinstraße 5, da, die zwei Menschen wurden zuerst nach Stuttgart gebracht, aber dann die Abschiebung ist gescheitert. Das zweite ist, weil die mussten einfach nach Spanien. Es geht um Corona. Aber trotzdem, die Polizei hat den in der Nacht mitgenommen, zwischen 3 und 5. Und es war Versuch, auch am Montag aus Brandenburg nach Griechenland zu abzuschieben. Aber zurzeit wegen Corona, aber erst seit gestern wieder die Moria, diese Sachen passiert. Deswegen, wir sind auch heute hier. Wir haben schon über 500 Leute zurzeit auch hier heute auf der Straße. Wir sind zuerst angefangen auf der Kundgebung am Nauna-Tor. Dann wir sind bei SPD-Zentrale gegangen, danach CDU-Zentrale und am Ende die letzte Zwischenkundgebung auch Grüne-Zentrale, weil die drei sind auch die Regierungspartei, die muss dann die Verantwortung nehmen, die Menschen direkt auf Griechenland nach Brandenburg abzuholen, weil Grüne, wenn Bundestag sitzt, dann die sagt, ja, wir sind hier Menschenrechte, wir nehmen so, das Europa muss die Menschen aufzunehmen, aber wenn es geht um selber Brandenburg, die machen nichts, die nur die Taten überhaupt nicht.